Alle oben. Oben, oben, oben. Ich glaube, ich muss da einfach alle nach oben oder alle nach unten machen. Wahrscheinlich eher unten, ne? Jetzt sind alle oben, das war genau falsch. Okay, dann einmal die vier äußeren drücken. Jo. Power Jam. War kein Secret, weil es halt zur Hauptstory gehört. Ja, es hat nichts damit zu tun. Hier war der Hub Entrance. Das markieren wir mal. Hub Entrance. Den Hub Schlüssel. Oh, Moos. Den Hub Schlüssel bekommen wir aber erst, wenn wir den Pilzboss gemacht haben, oder? Ich befürchte fast, ja. Oh, Blasrohr. Dingens. Hey, hier ist kein Secret. Egal wie lange ich gucke. Aber wenigstens übersehe ich so weniger Sachen auf dem Boden. Bestimmt nicht alle, aber die meisten müsste ich so haben. Gut. Also. Ins Wasser springen und nach Osten. Da so. Hier hoch. Und hier jetzt die Rückseite angucken. Irgendwo hier ist ein Weg nach da. Vielleicht da unten. Oh, da müsste ich eigentlich auch schon geguckt haben. Hier in der Wand, also hier durch. Das Licht an? Nee, ne? Ah, viel besser, sehr schön. Du nimm mal das da für noch mehr Licht. Und wir suchen jetzt hier irgendeine neue Art von Schalter, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Weil ich glaube, bei den Wänden hier und bei den Kristallwänden von der Kristallmine gab es gar keine Geheimschalter in der Form. Nur an diesen Holzkonstrukten an der Seite. Wir sind viel zu tief, fällt mir gerade auf. Das Ding da ist auf der Höhe von dem Boden. Und wir sind jetzt schon zwei Ebenen drunter. Kann also gar nichts werden. Die Brücke. Ne. Also da nicht. Da unwahrscheinlich. Aber gucken wir mal hin. Hier irgendwo durch. Hier die Mauer, die hatte ich auch schon angeguckt. Daran kann ich mich erinnern. Im Wasser irgendwo eine Druckplatte, die dann dafür sorgt, dass das da hinten irgendwo aufgeht. Auch unwahrscheinlich. Versteckte Notiz am Baum. Oh. Oh, da ist ein Busch, den man zerstören könnte. Das könnte was bedeuten, oder? Ja, wir schießen da jetzt einfach mal eine Weile mit Blasrohr gegen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass da hinten eine Druckplatte ist. Und dann klappt das. Und gleich geht eine Brücke auf. Oh, oder so. Hey, sehr schön. Schwing. Secret 3 und
Feder. Feder. Noch ein Grund mehr, warum wir jetzt das Gebiet da machen müssen mit den Secrets. Weil, wenn wir das denn gemacht haben und das, dann können wir das quasi zusammen zufedern nach oben. Das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. So. Dich, du warst dafür, dass der Teleporter da ist. Was haben wir hier? Ein Schamanenumhang. Ausweichen minus 2, Energie plus 30. Das ist schick. Das ist definitiv schick. Dann kriegst du das, du kriegst das. Kannst deinen neu gewonnenen Stärkewert gleich wieder Adieu sagen. Kräuter kommen alle mal hier rein. Und bevor ich jetzt nochmal in die Verlegenheit komme, gar keine Heiltränke zu haben, kümmern wir uns da jetzt kurz mal drum. Also, 2 für den Einkrieger. 2 für den Einkrieger. Ups. 1 für dich. 1 für dich. Energietrank. Energietrank. Das ist jetzt quasi die Mindestbestückung. 2 für den Magier. 1 für dich. Also 2 Heiltränke, 2 Heiltränke, 1 Heiltrank, 1 Heiltrank, 1 Energietrank, 1 Energietrank, 1 Energietrank, 2 Energietränke. Das sollten die immer dabei haben. Eigentlich sollten die auch noch Speedtränke haben und Rage-Tränke, aber pff, na gut. So. Jo, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dich nehmen wir mal wieder mit. Du, das dein, das Xen. Kann ich da runter, ohne mir Füße zu brechen? Ja, das ist nur ein Feld tief, okay. Ja, damit. Also abgesehen, ja, das sollte ich noch markieren, ne? Boss. Sollte ich auch hier oben dran markieren. Boss fehlt. Boss fehlt noch. So, also die Federn sind nur wirklich für die Secrets da. Das heißt nicht, dass wir alle Schädel haben. Das heißt nicht, dass wir alle Bosse gekillt haben. Dass wir alle Easter Eggs gefunden haben. Und was weiß ich, das ist wirklich nur für die Secrets erstmal da. Und jetzt, was war der Plan gewesen? Ich wollte hier runtergehen und wollte eigentlich nur ein, zwei Frösche töten, damit sie respawnen können. Das ist definitiv gelungen. Die Frösche müssten alle tot sein. Jetzt wollte ich, genau, ich wollte in den Twig Root Forest zurück und danach Secrets suchen. Vorher sollte ich allerdings abspeichern, weil wir waren ja doch recht lang hier unterwegs. Kristall war hier in der Ecke, das sieht komisch aus. Ha. Kristall war hier drin nicht, war im Bossraum aber. Also in dem Boss-Dungeon, da will ich jetzt aber nicht hin. Also laufen wir jetzt zu dem blauen Kristall, wo wir vor 2 Folgen angefangen hatten. Da. Jo, klick. Genau. Und hier. Oh, da haben wir noch was Abgeschlossenes. Ist das wirklich nicht abgeschlossen? Das war die, die ich einmal geöffnet hatte, dann gestorben und dann wollte ich sie machen, habe ich dann aber nicht, oder? Doch, habe ich. Ich habe nur vergessen, die Markierung wegzunehmen. Peinlich, peinlich. So, du weg. Ist mal das da. Nom, nom. Also momentan immer noch gut machbar mit dem Essen. Aber ich denke mal, in spätestens so 10 Folgen werden wir damit ein ernstzunehmendes Problem haben. Werden wir dann gucken müssen. Da war nur das Buch. Das heißt, ich muss jetzt... Oh, da waren wir noch gar nicht. Ich muss jetzt zum nächstgelegenen Wasser und da reinspringen. Oh, wir könnten das Elementar ablegen. Oh, wir haben den Türsteher auch gar nicht genervt. Ja, sehr schön. 2 Sachen auf einen Streich. Glück. Hallo. So, Erde. Das könntest du gewesen sein, oder?
bist Luft. Du bist Erde. Genau. Das doch recht anstrengende Dröhnen ist jetzt aktiv. Stasefeld wollten wir nicht. Die haben wir gar nicht markiert, fällt mir gerade auf. Das Ding hier war der Cache. Da, Cache. Nicht mit der Feder. Nein. Cache. Dann ist das da oben der Hub. Gut. So. Oh. Schatzgraben. Wo ich gerade die Brücke gesehen habe. So. Fling. Käse. Guter Anfang. Reed Sabatons. Ebenfalls gut. Hast du Schuhe? Ja, aber nur schlechte Schuhe. Schmeiß schlechte Schuhe weg. Den Bogen brauchen wir auch nicht mehr. Stein auch nicht. So, was war das andere? 3 Schuriken. Ja. Gut. So, das heißt, wir können die Notiz wegschmeißen. Nein. Wir hatten irgendwo so eine Schatzkarte. Genau, die hier. Splash. Kirogon der Zukunft wird sich beim Fische sammeln wundern. Oh, was ist denn da für eine Notiz? Aber das ist dann halt später. Shrine of Pain, nein. Stasefeld, nein. Wir wollen darüber. Hallo Schildkröte. Das sind die ganzen Sachen und jetzt westlich halten und einfach hier raus. Ja, ich höre dich, Shrine. Das müssen wir aber noch nicht und sollten wir noch nicht. Erstmal hier schön die Federn weiter voranschieben. So. Kurze Zählung. Ein Secret. Was sollten wir mit einem anderen Zeichen machen? Na. No. Ratzeldungeon. Also ein Secret hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs hier unten. Einer da unten. Sind wir bei 7. Hier plus den, da sind wir wirklich bei 8. 9 da. Okay, was sagt meine schlaue Liste? Meine schlaue Liste sagt, im Trick Root Forest selber sollen 0 Secret sein. Das ist so schon mal falsch. Also ich habe inzwischen 2 Listen bekommen. Eine, da steht das wirklich nur nach Gebiet unterteilt und eins, das ist auch mit den Untergebieten. Das steht zum Beispiel Twigwood Forest soll 0 Secrets haben. Twigroot Tunnels, das wäre dann das hier. Das soll 8 Secrets haben. Und wir haben hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier wären noch 2 Secrets zu holen. Und Twigroot Basement, hier sollen auch 2 sein. Wobei das hier anstrengend wird, weil wir müssen immer taktisch runterspringen. Das wird gut in die Heiltränke gehen. Was mich halt nur irritiert, ist, dass auf der Liste, die ein bisschen expliziter ist, also in den Untergebieten, dass da bei Twigroot Forest halt 0 steht und wir haben hier definitiv 1. Also ist es vielleicht nicht ganz so präzise. Ja. Ja, bei der ersten Liste sind es hier insgesamt im Twigwood Forest auch 11. Und bei der zweiten Liste wären es zusammengenommen nur 10. Das heißt, da fehlt einfach nur das da. Aber sind sie bei dem Rest dann ja einig. Das heißt, wir müssen jetzt in den Ratzeldungeon so oder so. Müssen auf der Etage noch 2 Secrets finden. Und auf der Etage einen. Wollen wir nicht vielleicht vorher einen Goldschlüssel finden und das Seil holen? Weil sonst falle ich gleich irgendwo runter oder springe taktisch vollkommen bewusst eine Fallgrube runter und breche mir die Füße und laufe dann 3 Folgen lang mit sapschigen Füßen durch die Gegend, weil ich keine Heiltränke benutzen will.
Das kann nicht so ganz die Lösung sein für das Ganze. Naja, schauen wir. Erstmal speichere ich jetzt ab. Speichern. Na komm. Da. LP 13.